Moin, hier ist er, der Himmi. Im heutigen Video geht es darum, ich möchte mal so ein paar Drohnenshots machen mit der R hier. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Oh, Ziel erreicht. Was für Befehl soll ich denn aussprechen? Sena, Tante, redet hier mit mir. Nein! Stopp! Ah, abgebrochen. Geht doch. Was habe ich denn da jetzt für eine Navigation noch gestartet? Das gibt's auch gar nicht. So, starten wir nochmal neu. Hi, hier ist er, der Himmi. Im heutigen Video geht es darum, einmal wieder so ein bisschen Technik ausprobieren. Ich habe den Audiorekorder jetzt nochmal in eine Tasche gepackt, so dass der ein bisschen besser geschützt ist noch und ein bisschen Nebengeräusche geschluckt werden. So hoffe ich zumindest. Dann wollte ich so ein paar Drohnenaufnahmen machen, hier mit der Kleinen, hatte ich bisher noch nicht. Und vielleicht, mal gucken, wenn ich eine gute Stelle finde, mal so ein Vorbeifahrvideo machen. Ja, damit ich auch mal den Auspuffsound im Vorbeifahren hören kann und nicht nur, wenn man drauf sitzt. Ja, wenn euch interessiert, was draus wird, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. Nach dem Tunnel. Wo es natürlich heute auch drum geht, ist, ich wollte euch mal so die einzelnen Veränderungen, die ich gemacht habe bisher hier an der R1250R, zeigen. Und ja, ich glaube 10 an der Zahl kriegen wir zusammen, 11 vielleicht, gucken wir mal, steht nachher im Titel, vielleicht auch im Thumbnail auf YouTube, ich glaube 11 werden es. Werde ich euch gleich im Einzelnen zeigen, was ich bisher so an der Kleinen hier verändert habe. So, hier vorne kommt gleich eine Stelle, habe ich letztes Jahr mit der MT10 schon mal Shots gemacht und das machen wir jetzt hiermit auch. Ich sehe Raps, ist auch schön als Hintergrund. Die ist ja noch gar keinen Raps fotografiert. Wird Zeit. Ah, das ist eine sehr schöne Stelle. Hier bin ich gern. Meine 11 Veränderungen an der R1250R. Wir fangen mal hier vorne an. Da ist jetzt dran die Sportscheibe von Puig. Gefällt mir richtig gut. Die Originalsportscheibe war doch ein bisschen lütt, sodass jetzt hier mit der Sonnenblende vom TFT, das ist die zweite,
die Möglichkeit besteht, die GoPro Facecam windgeschützt quasi unterzubringen. Wo wir gerade hier oben noch sind, da seht ihr ja die Griffbezüge, weil die BMW-Griffe sollen angeblich, also hier, die ist ja jetzt relativ neu, die sollen angeblich irgendwann durchgegriffen sein. Dem habe ich vorgebeugt, indem hier so Griffschutz drum ist. Navi-Halterung weg, stattdessen eine SP-Connect-Halterung. Ja, ganz einfach mit einem Alu-Flachprofil selbst gemacht, sodass ich jetzt mein Handy draufsetzen kann. Als nächstes die fünfte Veränderung, wenn ich richtig gezählt habe. Der Kühlerschutz. Ich verlinke euch die Produkte, soweit es geht, unten in der Videobeschreibung. Der ist von AliExpress, war gar nicht teuer. Und ja, erfüllt seinen Zweck. Nummer 6 ist eine Schalthebelvergrößerung. Ja, treffsicherer beim Schalten, ganz einfach. Das aber ist entstanden hier aus der Bremspedalvergrößerung. Und zwar, ja, begründet von einem Oberschenkelbruch, hat das Bein sich ein bisschen verdreht. Und ich habe tatsächlich da nicht immer getroffen. Und das hier ist eine gute Lösung von Hornig. Auch zu finden in der Videobeschreibung, der Link. Bremspedalvergrößerung. Nummer 8, herrlich. Eine gepolsterte Rücksitzbank. Sitzt eh keiner drauf. Und wenn keiner drauf sitzt, brauche ich auch keine Fußrasten. Deswegen gibt es hier eine andere Auspuffhalterung. Und als nächstes haben wir hier noch den Shark DSX05. Und angekündigt ist jetzt aber schon mein SC Project, der Explorer. Freue ich mich tierisch drauf. In Carbon mit, ja, wenn ich Glück habe, Samstag oder spätestens am Montag eintreffen. Da gibt es dann ein Video, ja, Anbau kurz und Soundvergleich. Neueste Errungenschaft, das heißt die letzte, die ich jetzt dran gemacht habe, ist der Puig oder die Puig Hinterradabdeckung. Fällt mir richtig gut. Von Puig, ebenfalls Puig, die kurze Kennzeichenhalterung. Und damit ich die Koffer noch dran machen kann, mussten die Originalblinker weichen. Und da habe ich mir von Luis diese kleinen Mini-Blinker besorgt. Jetzt nicht zu vergessen, last but not least, ist der Tankrucksack von SW Motec. Schönen Gruß an Elisa Keller. Fast vergessen. Und zwar der geänderte Seitenständer. Der ist ein bisschen gekürzt, 12 mm, sodass man die auch mal, wenn es ein bisschen uneben ist, immer noch sicher abstellen kann. Natürlich noch was vergessen, und zwar habe ich ja den Lenker von der RS jetzt an der R hier verbaut und muss noch mal sagen, für mich passt das echt. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich ganz besonders. Tschüss, bye bye, euer Himi.